Mit Veit Hornung habe ich schon seit 10, 15 Jahren zusammengearbeitet und wir sind an den gleichen Mechanismen interessiert und arbeiten sehr kollaborativ und synergistisch. Veit untersucht ähnliche Mechanismen wie wir, aber wir haben verschiedene Ansätze. Besonders drängende Fragen in unserem Forschungsgebiet sind, wie zum Beispiel bei einer sterilen Inflammation es zur Entzündung kommt. Und da sprechen wir zum Beispiel von Entzündungsreaktionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei Alzheimer-Erkrankungen. Was spannend ist an der Forschung, dass wir die Grundlagen von entzündlichen Reaktionen herausbekommen können und dass diese Grundlagen auch gleichzeitig Punkte sind, wo man eingreifen kann mit pharmakologischen Substanzen. Das Forschungsgebiet der angeborenen Immunität ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Wir denken, dass in den nächsten 10 Jahren, dass es wichtig ist, die Regulation der Aktivierung zu verstehen, sodass wir hauptsächlich daran arbeiten werden, wie werden die verschiedenen Signaltransduktionswege im angeborenen Immunsystem reguliert, wie werden sie hochreguliert, wie werden sie runterreguliert und wie kann man das beeinflussen. Mit sich selber kann man kein Team bilden. Und das gilt auch für Herrn Hornung und für Herrn Laatz. Es braucht zwei. Und die haben ineinander kongeniale Partner gefunden, sodass der Leibniz-Preis in diesem Jahr ein weltweit prägendes Immunologenduo versammelt. Herr Laatz wurde 2001 an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert und an der Charité klinisch ausgebildet, hat dann als Postdoktorand an der Boston University geforscht, bevor er schließlich in verschiedenen Positionen an der University of Massachusetts Medical School tätig war. Und dort begann, ich habe es vorhin angedeutet, auch die überaus fruchtbare Zusammenarbeit mit Herrn Hornung. Noch bevor Herr Laatz nach Bonn berufen wurde, gründete er dort in Massachusetts als Co-Direktor 2007 das Nanomedicine Institute. Er befasst sich seit vielen Jahren mit Fragestellungen rund um die Entzündungswerkstatt der Zelle. Und dabei nimmt er besonders die Aktivierungsmechanismen des Inflammasoms in den Blick, eines Multiproteinkomplexes, der durch Bestandteile von Bakterien und Viren, aber auch durch organische oder anorganische Kristalle stimuliert werden kann. Herr Laatz hat den DNA-erkennenden AIM2-Rezeptor als Teil des Inflammasoms entdeckt und gezeigt, was die kristallinen oder aggregierten Strukturen in den Zellen des Immunsystems bewirken. Eine fehlgeleitete Aktivierung des Inflammasoms ist maßgeblich bei Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Alzheimer oder ist jedenfalls maßgeblich beteiligt. Und deswegen zeitigen diese Forschungsergebnisse auch wichtige Konsequenzen für die Diagnose und Therapie solcher Erkrankungen. Die vielfältigen Stationen in seinem beeindruckenden Werdegang zeugen von einem vielfältigen Interesse zum Willen, vom Willen zu bester Forschung und den besten Bedingungen für die beste Forschung. So jedenfalls würde man die Institutsgründungen in Worcester und Bonn verstehen und eben die Bereitschaft zu kooperieren. Auch grundlagenorientierte Forschung auf der einen Seite und das Verfolgen anwendungsorientierter, das Verfolgen therapeutischer Ansätze auf der anderen Seite prägen dieses, sagen wir, kooperative Forschungsprofil. Und zudem entwickelt Herr Laatz gemeinsam mit biotechnologischen und pharmazeutischen Unternehmungen auch neue, effektivere Wirkstoffe zur Behandlung von Krankheiten wie Arteriosklerose oder Alzheimer. Für die Früchte dieses konsequenten Perspektivenreichtums haben Sie eine ganze Reihe von Preisen und Ehrungen erhalten. Umso mehr ist es mir eine Ehre und Freude, Ihnen den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft überreichen zu dürfen, Herr Laatz. Applaus